Jetzt ist die Stunde der Genugtuung für einige tausend Menschen, die sich quälen, gigantische Handyschulden abzustottern, die in die Kostenfalle rutschten, weil sie angeblich viele SMS an bestimmte Internetportale gesendet hatten. Polizei und Staatsanwaltschaft haben in Flensburg das SMS-Imperium Mintnet gestürmt. Kunden können theoretisch alle Handybesitzer sein und praktisch jeder, der unter großen Rechnungen stöhnt. Marc Rosenthal und Jan Wallrath. Vergangener Dienstag in Flensburg. Großrazzia gegen Internet- und SMS-Abzocker. Diesen Aston Martin fährt sonst der Geschäftsführer der Firma Mintnet. Der teure Sportwagen wird sichergestellt von der Staatsanwaltschaft Kiel. Über 140 Polizeibeamte durchsuchen rund 40 Objekte von Mintnet und anderen SMS- und Internetdienstleistern. Fünf leitende Mitarbeiter des Firmengeflechts werden verhaftet. Der Vorwurf: gewerbsmäßiger Betrug. Der Schaden geht in die Hunderttausende. Akte war diesem Unternehmen bereits im August auf der Spur. Damals wollen wir an gleicher Stelle Verantwortliche zur Rede stellen. Doch die verstecken sich lieber vor unserer Kamera. Die Opfer der Abzocker, tausende Handybesitzer. Darunter auch Bianca Bode aus Bochum. Ihre Handyrechnung fast 2000 Euro. Hunderte SMS soll sie versandt haben, im Sekundentakt. Ich soll dann mehrere Tage, 24 Stunden, Tag und Nacht an diese Nummer durchgesimst haben. Das kann gar nicht sein. Davon ebenfalls betroffen ihre Mutter Sonja, denn auf sie läuft der Handyvertrag. Mit Mahngebühren beläuft sich die Summe jetzt auf 2500 Euro. Es läuft ein Inkassoverfahren und mir droht ein Schufa-Eintrag. Haben die Bodes eine Chance, aus der Kostenfalle herauszukommen? Die Vorgeschichte. Oktober 2007, der 25. Geburtstag von Bianca Bode. Zusammen mit ihren Gästen feiert sie bis in den Morgen. Laut Handyrechnung soll das Geburtstagskind genau in dieser Zeit über 200 SMS an die Kurzwahl eines Flirtchats geschickt haben. Für 1,99 Euro pro Nachricht. Ein Partygast erinnert sich. Ich kann auch bezeugen, dass sie von ihrem Handy aus keine SMS geschrieben hat, geschweige denn es rumgereicht hat zum SMS-Schreiben. Würde sie niemals tun. Bianca bekommt an besagtem Abend selbst eine SMS über die Kurzwahl 55444. Sie soll beim SMS-Chat des Flirtportals mitmachen. Worauf ich schon nicht geantwortet habe, weil unten drunter 1,99 der Preis stand und ich wirklich nicht nur eine, sondern wirklich eine SMS-Spam bekommen hatte mit mehreren SMS, bis nachher zu unseriösen SMS, wo dann mit hemmungslosem Parkplatzsex in deiner Umgebung möglich drin stand. Wo ebenfalls wieder, wenn man antwortet, der Preis 1,99 gekostet hat. Und daraufhin habe ich nicht ein einziges Mal geantwortet, weil es war schon nervig. In den nächsten Tagen und Wochen gehen andauernd weitere SMS bei ihr ein. Ich habe dann eine Nachricht zu dieser besagten Nummer hingeschrieben mit Stopp, bitte keine Reklame mehr, um zu hoffen, dass es dann damit aufhört mit diesen SMS-Spam. Nur es ging trotzdem weiter und irgendwann wollte ich da mal telefonieren und habe bemerkt, dass mein Anruf nicht durchging. Bianca fragt verwundert bei ihrem Anbieter Base nach. Und er hat tatsächlich ihre Leitung gesperrt, weil die vielen SMS ihre Rechnung auf rund 2000 Euro schnellen ließen. So, ich war so baff, ich konnte nichts sagen. Mir schossen nur sämtliche Gedanken durch den Kopf. Das kann ich nicht gewesen sein. Wie kommt die Rechnung zustande? Wie erkläre ich das meiner Mama? Die Mama ist geschockt. Sie hat den Handyvertrag unterschrieben. Die Mutter legt Widerspruch gegen die Rechnung ein. Aus der Auflistung geht hervor, in 5 Tagen sind fast 900 SMS teils im Sekundentakt an ein und dieselbe Kurzwahl gegangen. Der Mobilfunkanbieter lehnt den Widerspruch der Bodes ab. Die schalten Rechtsanwalt Christoph Lotz ein, denn inzwischen läuft ein Inkassoverfahren gegen Mama Sonja. Von Base kam die Antwort, damit haben wir nichts zu tun. Wenden Sie sich bitte an die Firma Mintnet in Flensburg. Mintnet ist derjenige, der die Kurzwahlrufnummer 55444 rausgegeben hat und entsprechend die Nachrichten empfangen hat, die Frau Bode jetzt bezahlen soll. Kurzwahlnummern, sogenannte Premium-SMS, funktionieren wie früher die 0190-Nummern am Telefon. Das Handy sendet eine SMS über das Mobilfunknetz an den Provider, dem Anbieter der Kurzwahl. Der vermietet die Nummer häufig an Dritte und die sind für die Inhalte verantwortlich. Kassiert wird über die monatliche Handyrechnung, das Geld leitet der Mobilfunkanbieter weiter. Provider Mintnet wiederum verweist den Anwalt an eine dritte Firma. Webmaniacs, ebenfalls aus Flensburg. Die hat die Kurzwahlnummer 55444 gemietet, hinter der auch die Seite Miss Flirty steckt. Dort soll Bianca gelandet sein, an ihrem Geburtstag.
Die Seite missferti.com kenne ich nicht, ist mir unbekannt, war ich nie drauf. Akte macht sich auf den Weg nach Flensburg. Bei Webmaniacs wollen wir nachfragen, wie man sich die Geister-SMS aus Biancas Handy erklärt. Dieser heruntergekommene Laden soll es sein, auf dem Briefkasten ein winziges, verblasstes Schild. Ist hier wirklich der Firmensitz? Wir versuchen es ein paar Autominuten entfernt beim Provider Mintnet. Aber auch der will unsere Fragen nicht beantworten. Am Telefon wimmelt man uns ab. Also haben wir jetzt keine Chance, mit irgendwem zu sprechen. Doch spätestens jetzt müssen sie reden. Bei der Großrazzia wurden Daten, Akten, Rechner und Festplatten gesichert. Die Auswertung wird Monate dauern. Der Fall von Bianca Bode ist nur ein Fall von sehr vielen. Akte hatte Base ja dazu bringen können, die Forderungen gegen Frau Bode um die Hälfte zu reduzieren. Was die neue Lage für andere Mintnet-Opfer bedeutet, das lässt sich noch nicht sagen. Erst am Ende der Ermittlungen wird sich herausstellen, ob sie zumindest um einen Teil ihrer hohen Handyrechnungen herumkommen. Akte@akte.net, wenn Sie Hilfe brauchen im Kampf gegen Internet- und Handybetrüger.